Geschäftsstrategieentwicklung Teil 1, die Value Chain. In einer Value Chain, einer Wertschöpfungskette, werden zwei Bereiche aufgebaut. Der primäre Teil, die primären Aktivitäten, da baue ich mir erst die verschiedenen Pillar-Säulen auf. Das geht los, jetzt in meinem Fall, mit dem Thema Innovation, Know-how, Beschaffung und endet dann mit dem Bereich Account Management oder Customer Relationship Management. Wenn ich natürlich eine Firma bin, die produziert, dann schaut das ganz anders aus. Dann beschaffe ich mir erst Produkte, Ressourcen, also da geht es mit der Beschaffung inbound los. Dann produziere ich, dann outbound Logistik und dann kommt dann irgendwann noch der Verkauf hinten drauf und dann der Customer Success oder das Customer Service als letzter Pillar. Also da gibt es, ich sage mal so zwischen 3 und 5 verschiedenen, je nach Branche und Bereich. Und dann obendrauf setze ich die unterstützenden Maßnahmen, die unterstützenden Bereiche auf. Da geht es um Finance, Administration, aber auch HR gehört natürlich da rein, genauso wie bei anderen Firmen als jetzt bei mir. Auch das Thema Innovation, die bewegen sich dann über die ganze Wertschöpfungskette. Wenn ich das habe, das Gerüst quasi, dann fülle ich das mit Aktivitäten ab. Und diese Aktivitäten, das mache ich schlussendlich dann immer noch, unterscheide ich solche, in denen ich gut bin, und in solche, bei denen es noch Potenzial gibt. Das also die erste Analyse. Beim nächsten Mal geht es dann um die Activity Map, wo diese einzelnen Aktivitäten noch bewertet werden.